Bundes. Manfred, wie viele Male kommst du jetzt schon eigentlich hierher nach Donaueschingen? Ein Dutzend? Ja, nein. Seit den 90er Jahren, also in den 90er Jahren bin ich als Lehrling mitgefahren und 2000 bin ich ja dann autorisiert worden in den Vorstand und seit 17 Jahren arbeite ich also jedes Mal intensiv mit. Und du hast, Manfred, in dieser Zeit, wie du mir vorher erzählt hast, eine richtige Aufwärtsentwicklung erlebt. Wie war das denn noch in den 90er Jahren hier eigentlich im Saal? Wie viele Leute wart ihr da? Ich darf doch um die Aufmerksamkeit bitten. Bitte Ruhe. Sie können ja gern diskutieren, vielleicht dann vor dem Saal, wenn es geht. Ich darf. Danke sehr. Danke. Danke. Ja, Manfred, wir waren da halt eine richtige Großfamilie, weil da, wenn ich an die Familie Koch denke und alle, die anhängen waren, das waren eigentlich die konstanten Säulen, die das Ganze immer getragen haben und es hat immer mehr Zuspruch gefunden und hat sich dann also sehr positiv entwickelt, auch ins Moderne, mit dem Präsentieren, mit dem Organisieren, mit dem Regieren und Anerkennung sieht man ja, wir haben wie Uli Hoffmann das übernommen hat, haben wir eigentlich fast dreimal so viele Mitglieder wieder. Dreimal so viele Mitglieder. Ja. Aber unser Wunschziel ist immer noch nicht erreicht, weil auch sich im Laufe der Zeit viele Organisationen gegründet haben, die Interessen zeigen. Ich denke bloß an unsere Freunde, die Backfastimker, und es sind viele da geblieben und nicht zu uns kommen, aber wir werben und wir bekommen täglich oder wöchentlich welche dazu und so weiter. Bitte um Ruhe, meine Herrschaften. Bitte auch die, die zu Hause nichts zu sagen haben, sollten jetzt ruhig sein. Du, das macht ja automatisch. Ja, die reden meistens nicht mehr. Gut, dann können wir anfangen. Ja, herzlich willkommen 2017 an den drei Tagen hier in Donaueschingen, die ja immer am 4. Oktoberwochenende sind. Herzlich willkommen, ihr lieben begeisterten Freunde der Bienen, liebe Imkerinnen, liebe Imker, Meisterinnen, Meister, liebe Ehrenmitglieder, lieber Felix Griechbaum ist wieder da mit seinen. Ja, bald wird er so alt sein wie der Luis Trenker und an Jahren. Liebe Gäste, liebe Besucher, liebe Funktionäre der Imkerei und rundherum, liebe Damen und Herren aus unserer Mitgliedschaft und liebe beide Herren aus der Politik. Wie gesagt, an jedem 4. Oktoberwochenende sind wir in Donaueschingen in den Donauhallen. Und hier wird die Existenz der erwerbsorientierten Imkerei vertreten durch den Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund. Wir begrüßen unsere Gäste und Besucher aus vielen fernen Ländern. Die Dame aus Australien ist die weitgereisteste unserer Besucher, aber auch unser weit entferntestes Mitglied an Kilometern. Herzlich willkommen. Unsere Bienen kennen ja keine Grenzen und wir vom DBIB sehen diese Linien, die uns mit unseren Imkerkollegen in Europa und darüber hinaus verbinden. Unsere Aufgabe sehen wir so, die Zukunft der Bienen im Auge zu haben, neue Wege in der Imkerei und Kulturlandschaft zu schaffen und uns täglich zu fragen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie kommen wir weiter, was haben wir erreicht. Und dazu ganz herzlichsten Dank immer an unsere Mitglieder. Für euch haben wir uns alle eingesetzt, wie und wo es nur möglich war und die Mitgliedschaft bei uns. Jeder kann Mitglied werden, egal wie viele Bienenvölker er hat. Die einzige Regulative ist, ab 30 Bienenvölker bekommt er ein Stimmrecht für die Jahreshauptversammlung. Aber sonst hat er alle Vorzüge unserer Versicherungsverträge, Beratungs- und Informationsmöglichkeiten und so weiter. Die Hauptmannschaft kennt er ja so, die es im Laufe der Zeit gegeben hat, aber es wird sich was ändern. 2018 sind wir wieder in Celle und nicht mehr in Soltau. Gibt es einigen Wechsel. Die beiden Vizechefs haben viel um die Ohren und müssen sich dem Betrieb widmen.
Es ist zwar noch nicht so weit, erst wie gesagt im Januar, Sie haben viel getan und einige andere Posten sind auch noch besetzt, sind aber schon wieder besetzt worden, teilweise durch, das sind die Posten unserer Landesfürsten, die wir belegen wegen des Föderalismus, weil die Gesetze ja in Länderministerkonferenzen entstehen und dann erst in den Bundesrat wandern, dann im Bundestag diskutiert werden dürfen und wieder zurückgehen. Ja, wer den Mut hat und wer sich motiviert sieht, sich im Team des DBIB einzubringen, dem rufen wir zu, mach mit, denn unser Erfolg ist immer freiwillig und zwingen können wir keinen. Und wenn jemand begeistert ist, kommen historisch gigantische Leistungen raus. Sprechen wollte zu euch auch noch ein Mann aus unserer fast 100 Mann starken Mitgliedschaft, des Verein der Schweizer Wanderimker, der Fritz Baumgartner, der konnte leider nicht kommen. Er ist ja auch, er hat noch eine riesen Käserei und einen riesen Käsebunker jetzt und da ist er kräftig am Bauen und er liegt im Klinikum, weil nicht nur sein Käse jetzt Löcher hat, sondern einer seiner Füße leider auch, aber es ist Gott sei Dank nicht so schlimm. Ein Bauunfall war es. Ja, und viele gute Geister gibt es ja immer wieder in der täglichen Arbeit. Ich habe vorhin erst mit Felix Griechbaum wieder gesprochen, der politisch im Bayerischen Landtag immer für uns Imker ackert und mit seiner Erfahrung und wer ihn kennt von der Rhetorik und vom Auftreten her, der kann sich hinstellen, wie er will oder jemand was knipsen, der kommt immer gut raus und seine Worte kommen gut an. Und Felix, danke für deine Engagement nach wie vor und er hat auch den Film in Lebenslinien, der alle Rekorde schlägt, kein Beckenbauer, kein Schauspieler, kein sonst irgendwas, hat solche Millionen Anschauzahlen hinter sich als wie der Lebenslinienfilm vom Felix Griechbaum. Ja, und in Verbindung mit dem Sonntagsfahrverbot hat sich der Professor Jupp van Praag sich stark eingesetzt, der ist ja auch unser wissenschaftlicher Beirat und sein ehemaliger Chef, der Dr. Werner von der Ohe, die haben nochmal Gutachten geschrieben, wer Jahr und Tag für uns in den Bayerischen Rundfunk hinein lanciert, Themen über die Imkerei, unser Werner Bader, der auch wieder Moderator macht und ab und zu auch für mich Volksmusik im Bayerischen Rundfunk auflegt oder genauer gesagt für die Hörer des Bayerischen Rundfunk. Wolfgang Dietsche sei erwähnt nach wie vor, der überhaupt den technischen Fundus für uns gelegt hat und zusätzlich mit der Partnerschaft des Donaueschinger Imkervereins. Und ein Wissenschaftler, der leider heute nicht kommt, der Dr. Anton Safer, der arbeitet irrsinnig im Hintergrund für uns und bringt Wahrheiten ans Tageslicht, die vielen nicht gefallen in den großen Konzernen. Und vorhin war der Günther Braun, der die Familie Braun, die so viel wie ehrenamtlich arbeitet und Tochter, Mutter, Vater und die Enkelin und Schwiegersohn arbeiten für uns in der Verwaltung und sonstiger Organisation. Danke an alle Journalisten, auch die, die heute da sind, Dr. Schwenkel habe ich gesehen, danke für den Besuch und die von der Zeitung, die auch schon Bericht, also aufnotiert haben und so weiter. Also wir haben guten Zuspruch in der Verbreitung. Ja, und danke muss ich an viele sagen, die sonst zu helfen. Ich habe sicher welche vergessen, die ich speziell erwähnen sollte, aber es ist halt alles schon ein Bündelchen geworden, das jetzt zu bewältigen ist, weil auf die Frage von Werner hin, wie war denn das, wie viel warten wir? Und wenn ich sage, wie viel die Arbeit damals war und jetzt ist, muss man, ja, man muss schon einen kleinen Tick haben, um sowas auf sich zu nehmen. Gut. Termine, damit keiner sagen kann, er weiß es nicht. Im hohen Norden mit einem super Programm, es liegen die Flyer aus, 20. und 21. Januar in Celle, ein super Tagungsort mit Ausstellung dran, alles in einem Haus. Wer vom Norden ist oder rauffahren will, es rentiert sich. Die, die noch mehr Zeit haben, bitte die Demo am 20. Januar nicht vergessen in Berlin. Wir haben es satt. Und wie gesagt, im weißen Imkeranzug um 11 Uhr am Hauptbahnhof und dann einen kleinen Umzug. Und nächstes Jahr,
26., 27., 28. Oktober 2018 die nächsten Berufsimkertage zu merken. Immer das vierte Wochenende, aber das erste Wochenende muss zwei Tage haben, nicht nur einen, also nur einen Sonntag, sonst zählt es nicht. Das sind die Imkertage wieder. Die Zeitumstellung hat geklappt. Ich habe keinen einzigen gehört, dass er es nicht geschafft hat. Die digitale Technik macht es möglich, die Zeit richtig vorzurücken. Über die BICOM und so weiter im europäischen Bereich wird der Walter Häfiger dann erzählen. Und wie gesagt, macht's mutig weiter. Die Imkerei hat Zukunft, trotz Bienenkrankheiten, trotz neuer Schädlinge und Umweltprobleme. Und die Zähigkeit an Themen dran zu bleiben und zu verbreiten, sieht man die Flower Power Energie, also Energie aus von blühenden Flächen, Strom, Gas, Wärme, Licht, fängt jetzt erst richtig zum Greifen an. Und wer sich weiter informieren will, im ersten Stock oben sind die Milchleute, die Milchbritschler, wie wir Bayern sagen, die das erste Siegel erworben haben für Lebensmittel. Weltweite Siegel zertifiziert bienenfreundlich. Das gibt es jetzt als Butter und Milch schon. Die Milch wird echt so gemacht wie früher und das ist das Logo davon. Man sieht es noch zu klein auf den Milchtüten, aber sie machen es größer und das ist auch ein Punkt, wir sollen sagen, Markenideen vom Deutschen Berufsimkerbund, aber auch ein Beispiel, wie man in der Landwirtschaft umdenken kann. Gut. Europa, wie gesagt, EPBA, Walter Häfiger, und da möchte ich ihm und der EPBA herzlich gratulieren. Die Gründung dieser EPBA war vor 20 Jahren in Donaueschingen, also an der Wiege Europas, wie es so schön heißt, die Donauquelle. Und es sind auch noch Gründungsmitglieder da. Da vorne sitzt der weitgereiste Sebastiano Costa aus Sizilien, der wohnt neben dem rauchenden Berg da. Danke, dass du gekommen bist. Der Arno Bruder und der Christoph Koch. Also 20 Jahre. Österreich, Frankreich, Italien und Deutschland waren die Impulsgeber. Und der wichtigste Punkt, in den ich heute einsteigen will, ist das Sonntagsfahrverbot. Wir haben ja viele Gespräche geführt und so weiter und waren an vielen Verkehrsministern dran. 2004 ist so richtig losgegangen. Der Dobrindt damals schon mitgeholfen, weil er in meiner Nähe auch war. Und 2017 total. Und muss sagen, das war gut, dass er den Mut gehabt hat und auch mir, weil Churchill, sein Motto, bleibt uns immer in Erinnerung, wie gesagt, nie, nie, nie aufgeben und Veränderungen brauchen Mut und Ausdauer, wie schon gesagt. Spannend war es, am 22. September ist abgestimmt worden, es hätte bereits am 7. Juli sein sollen, aber dann hat dieser Omnibus gebrannt und es wurde das ganze Gesetzespaket rausgenommen, um die Rettungsgassenbildung in der Bestrafung ähnlich bei Rot über die Ampel fahren reinzubringen. Ich habe 11 Wochen warten müssen, bis das wieder im Bundesrat war und dann ist es endlich durchgegangen. Danke nochmal an Herrn Dobrindt, der nicht da ist. Danke aber auch an den vielen, die außerhalb seiner Fraktion uns mitgeholfen haben und so weiter. Und das Thema heißt ja nicht Sonntagsfahrverbot, sondern Transport von lebenden Bienen. Und im Artikel 1 der Straßenverkehrsverordnung ist diese Änderung eingetragen worden. Dieser Transport von lebenden Bienen ist im Paragraph 30 da drinnen. Und da werden auch andere Dinge erwähnt. Und was befördert wird und welche Güter und auch die Leerfahrten dazu. Da sage ich nur jetzt mal ganz kurz, wir werden wegen der Leerfahrten auch noch ein Formular erfüllen, das akzeptiert wird, wenn man von der Polizei angehalten wird. Und das Wichtigste in den ganzen Gesetzestexten findet man dann in Punkten 2, 3, 4 und der 5. war der wichtigste beim Einfügen.
nicht nur verderbliche Lebensmittel und Sachen wegen Hygienevorschriften, sondern echt fünftens den Transport von lebenden Bienen. Und immer wieder wird es verknüpft mit den Leerfahrten, dass da keinen Ärger gibt. Und zusätzlich musste auch noch der jetzige Feiertag, der einmalige, vom 31. Oktober noch erwähnt werden. Ja, dann kommt die Ferienzeit, da heißt dann auch Stopp, Halt, weil sich manche Straßen verändern und ähnlich werden wie eine Autobahn, wie die berühmte B31, B31A am Bodensee entlang zum Beispiel. Wir sind auch in der Ferienreiseverordnung mit verankert und das ist dann selbe wie Befreiung von irgendeinem Feiertag und Sonntag, beziehungsweise andere Ereignisse, die irgendeine Feiertage geben. Gut, die Texte, und das erhält er nochmal extra im Mitgliederrundschreiben, ich stelle es auch nochmal auf die Homepage, ganz einfach gesagt, ihr könnt es fahren, wann ihr wollt, und die Leerfahrten sind berücksichtigt. Der Artikel ist in Kraft getreten, der Tag der Verordnung ist vorbei, das war am 6. Oktober und am 18. Oktober ist das eingetragen worden und ist akzeptiert. Danke an Herrn Dobrindt, wir haben freie Fahrt. Wir haben es vorher ein bisschen vorbereitet, danke, die auch in der kleinen Demo dabei waren, kurz bevor das alles nochmal im Bundesrat eingekommen ist. Wir waren da in Weilheim im Oberbayern. Da haben nicht nur Profis, sondern unsere Hobbyfreunde, sagen wir, haben kräftig mitdemonstriert. Wir haben einen Haufen Tafel und Schilder gemacht und nochmal kurz diskutiert. Hat auch was gegeben, dann als positive PR-Wahlkampfzeit war auch noch für den Herrn Minister. Ein bisschen was muss man auch tun. Und vielleicht können wir mal, wenn die beiden Giganten der bayerischen Politik wieder mal in Andechs sind, das ist die Klosterkirche Andechs und der Rest die Aufschrift des Klosterstübers, wo wir einen Stammtisch haben, das ist das, wo in dem Fenster der große Bienenkorb eingearbeitet ist in die Putzenscheiben des Fensters. Da holen wir auch unsere Ideen dann nach entsprechender Einnahme einer bestimmten Flüssigkeit immer. Was machen wir noch so als Schwerpunkt? Die Belegstellengesetzgebung, die Wandergesetzgebung ist gerade schwer aktiv, aber die Diskussionen und die Impulse sind dazu durch diese Bewegung eine Angst vor der AfB, also amerikanischen Faulbrot und Anwandern von riesen Bienenmengen. Das ist, wie gesagt, ein Thema der nächsten Zeit. Und dann kommt die Zahl 90. Die Zahl 90 ist in 2018 ein Begriff. Wir wären 90 Jahre alt als DBIB, werden wir entsprechend feiern. Die Gründungsversammlung war Ende Oktober 1928, das heißt, wir werden hier beginnen und richtig feiern. Und auch dann erinnern, deswegen habe ich es drüber geschrieben, ich mache es deswegen heuer kurz, an viele Dinge, die wir geleistet haben. Nicht nur, um uns selbst zu bestätigen, dass wir gut waren, sondern auch aufzuzeigen, allein die Agrardieselförderung ist eine schöne einstellige Millionenzahl, die schon gelaufen ist, tendiert in die zweistellige. Die Öffnung nach 5 Jahren, dass die deutschen Imker an EU-Fördermittel erstmal rankommen, wo sich die anderen Länder in der EU schon drin gebadet haben. Start in Bayern, je nach Bundesland ist mehr oder weniger gut weiter geregelt. Das sind zweistellige Millionensummen, die da schon gelaufen sind. Und dann haben wir unseren Fuß gefasst in Brüssel mit der EPBA, aber auch über den Bauernverband bei der COPA. Und ich möchte bloß daran erinnern, Neonic-Verbot, Mon 810, antibiotikafreier Obstanbau und haben da Pflöcke in die Bienenpolitik eingeschlagen und haben auch viel Hilfe bekommen, muss der Herr Ebner, ist ja da, seine Fraktion war am Anfang unserer Arbeit ganz schwer auch für uns da und hat uns weitergebracht mit unseren Themen. Also da waren die anderen noch auf Blockadehaltung, haben die Grünen damals schon echt für uns ein Herz gehabt und Zeit und Lust, was zu tun. Ich erinnere auch bloß noch an 2 Dinge mit der Enttarnung.
und der Publizierung der deutschen Bienenmonitoring-Wahrheit haben wir uns viele Freunde gemacht, aber auch Todfeinde. Und dann gab es dann auch dazu 2008 das Begrüßungsschreiben dazu, wo Peter Maske mit den Mut gefasst hat und ich habe ihn aufgefordert, wenn jetzt dann die Regierungsbildung vorbei ist, könnte man eigentlich das 10-Jährige feiern und 2018 wieder ein Begrüßungsschreiben rauslassen, mal schauen, ob er dann wieder zur Neuwahl ansteht oder nicht. Gut, weiter sind wir kräftig dran, Lügen stinken, heißt es ja. Und um die Pflanzenschutzmittel kräftiger denn je, da werden wir kräftig drin rumrühren. Und was uns auch betrifft und ist, und der Besuch beim Bablock, unseren Imker Bablock, der Mexikaner, die auf einmal in ihrem Bio Honig Gentechnik drin haben, ist also unsere Aufgabe wieder, Gift und Gene zu bekämpfen, wo es nur geht. Und was ist Motivation dazu? Nini aufgeben. Und wir haben ja gesagt, solidarische Ökonomie ist darauf ausgerichtet, sinnvolle, auf Gesellschaft nützliche Zwecke gerichtete Produkte zu erstellen, unter menschenwürdigen, demokratischen und geschlechtergerechten Arbeitsbedingungen und unter Schonung der natürlichen Lebensgrundlage. Imkern ist mehr als Honig, das ist der Imhoff, den kennt er ja, der hat das Thema toll aufgegriffen, unter dem Motto bleiben wir dran, wir gehen auch keinen ins Netz. Die FML und die Agrarlobby werden wir weiterhin attackieren und auffordern, aufzuhören, schräge Sachen zu verbreiten und bei der Wahrheit zu bleiben. Und wir bleiben dran an der Politik und an den Beamten. Das haben wir auch lernen müssen, dass nicht nur die Politiker immer aufgefordert werden dürfen oder gar meistens nur geschimpft werden, sondern dass hier eine Beamtenstruktur dahinter steht, die auch politischen Charakter hat. Und an diese Leute muss man auch ran. Die haben ziemlich viel mit zu sagen. Was er sonst noch oft hören wird von uns, die Dame ist auch, glaube ich, heute hier in Donaueschingen, die hat ein Schulungsprogramm und Lehrprogramm für Kindergärten, für alles Bereiche, wo Kinder sind, und das hat sie schützen lassen. Kinder helfen Bienen. Wir unterstützen die Dame oder ihre Idee ganz kräftig. Wenn er da Werbung kriegt, schaut mal rein, vielleicht könnte jemand bei der Dame irgendwo etablieren in eurem Umfeld, weil man kann gar nicht genügend früh anfangen, die Kinder auch drauf aufmerksam zu machen, was nicht in Ordnung ist und wo sie in der Zukunft sich mit einsetzen können. Ja, und wenn man dann so liest, jeder sechste Tod geht durch unser Lebensumfeld dahin, und heißt das Motto, halten wir unser Lebensumfeld sauber, weil jeder sechste, so eine Prozentzahl gibt es ja nicht einmal in Bayern an Unfällen beim Alkoholismus. Also das ist eine gravierende Sache, auf die wir schauen sollen. Ich wünsche euch jedenfalls allen gute Gesundheit und ein langes Imkerleben und viel Spaß noch an dem Tag hier in Donaueschingen. Ja, genau. Danke, Manfred Hederer, für diesen Einblick und Überblick in die Aktivitäten des DBIB. Schön, was und dass ihr alles tut für die Bienen und die Interessen der erwerbsorientierten Imker. Ich finde, das ist ein extra Applaus wert. Wenn ich nur noch sagen darf, Werner, entschuldige, ich habe es vorhin schon gesagt, es kann jeder Mitglied werden. Bitte, Werbsmitglieder, ihr müsst mich noch 2 Jahre aushalten, und mein Traum wäre, am Ende dazu sagen, ach, endlich haben wir 1000 Mitglieder. Die Tausendermarke. Ein erklärtes Ziel, jawohl. Die Stadt Donaueschingen.